Hallo, hier ist die Kati und willkommen bei Insoy. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, wird so ein, ja, ich glaube, ein sehr großer Konkurrent für die Sims werden. Es ist auch eine Lebenssimulation, das Ganze ist ein bisschen eher realistisch gehalten. Kommt von den Südkoreanern und ab heute kann man sich den Character Creator umsonst bei Steam runterladen und schon mal so ein paar Insoys erstellen. Und das machen wir natürlich. Hier ist, glaube ich, unser Arbeitsplatz. Ich glaube, man wird irgendwie von der Firma angeheuert und dann muss man da so die Welt ein bisschen spielen und regeln. Aber im Moment kann man halt nur die Insoys erstellen. Aber es ist ja auch schon mal toll, ne? Dass wir das schon mal ausprobieren können. Ist supi. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Hier ist eine süße Katze. Hier ist ein so ein kleiner Computer. Ich habe keinen High-End-Computer. Deswegen denke ich mal, das wird hier alles noch ein bisschen schöner aussehen, wenn man so absolute, super klasse Computer hätte. Aber das wird auch so schon bestimmt ganz schön aussehen. Deswegen schauen wir mal. Ich denke, wir müssen hier bestimmt auf ein neues Spiel. Oh, da geht's schon los. Wähle einen Namen. Okay, hier unten ist es. Das ist hier der Stammbaum. Oh, wie schön. So, wie soll denn unsere Insoy heißen? Wenn ich jetzt ganz oft Sim sage, dann tut es mir leid. Es ist ein Insoy. Oder ein Soy. Genau, die heißen nur Soy. Insoy ist sozusagen das Spiel, aber die Leute heißen Soy. Und, ne, Wissen mit Kati. Soy ist griechisch und bedeutet Leben. Passt also auch sehr gut dazu. Ja, wie heißen die mit Nachname? Das ist Familie Blume. Und wir machen erstmal ein Mädchen, würde ich sagen, also eine junge Frau. Dann heißt sie Hannah. So, und jetzt kommt hier Soy erstellen. Oh Gott, du siehst nicht aus wie Hannah. Wie sieht Hannah Blume aus? Aussehen, erstellen, Profil. Okay, wir haben hier ein Kind. Okay, das sieht ein bisschen gruselig aus, das Kind. Der Kopf ist ein bisschen zu groß, oder? Dann hätten wir hier einen jungen Erwachsenen. Ich muss erstmal kurz auf weiblich machen. So. Ja, das ist witzig. Okay, dann haben wir einen jungen Erwachsenen. Also okay, es fehlt Teenie. Wir haben dann junge Erwachsene, Erwachsene, Person mittleren Alters. Man sieht aber schon sehr alt aus. Und Senior. Sieht ein bisschen aus wie einer aus so einer alten Rockband, der jetzt langsam in die Jahre kommt. Aber irgendwie auch lustig. Vielleicht können wir noch einen Opa oder so erstellen nachher. Wir machen, würde ich mal sagen, einen Erwachsene. Genau. Weil dann können wir nämlich vielleicht nachher noch ein Kind dazu machen. Dann passt das von dem Altersabstand, glaube ich, ganz gut. Was kann man hier noch machen? Sexuelle Identität ist in der Entwicklung. Okay, männlich, weiblich, nicht binär, Vorlieben das Gleiche. Okay, Soy-Voreinstellung. Hier ist noch die Eigenschaften. Das machen wir wahrscheinlich gleich. Was haben wir hier? Studio. Hier können wir noch die Hintergründe auswählen. Was haben wir denn hier? Ein Schlafzimmer. Hübsch in Grau. Okay, das baut sich erst langsam auf. Das ist so ein Graffiti, ist eine Straße, ne? Okay, seht ihr, wie langsam das kommt? Ja, ja. Mal gucken, wenn das Spiel kommt, brauche ich bestimmt noch eine neue Grafikkarte. Und so eine Werkstatt. Nein, wir lassen mal hier, würde ich sagen, das oder das. Ach, ich glaube, das passt auch ganz gut zu ihr. Hier kann man die Farbe noch verändern. Was wird dann passieren? Ach, dann können wir so ein bisschen Tapete noch anders machen. Oh, so ein schönes dunkles Blau. Ja, das ist hübsch. Beleuchtung können wir hier noch einstellen. Hier ist noch mehr Farbe. Was ist das dann? Ist das dann die Bettdecke oder so? Was verändert sich hier? Ich sehe nichts. Ach, das Licht. Nee, okay, stopp. Zurück. Wir verändern nur das Licht. Das Licht darf so bleiben. Macht ja auch Sinn. Das steht ja auch Beleuchtung als Überschrift. Gegenlicht, Fülllicht. Okay. Oh mein Gott, was alles gibt. So, sehr schön. So, dann gehen wir mal hier aussehen. Voreinstellungen. Oh, hier oben kann man noch Sachen hochladen. Was ist das hier? Canvas durchsuchen. Das ist wahrscheinlich so wie die Sims-Galerie, oder? Wir haben eine Nachricht von Henry. Hallo, willkommen bei der AR Company. Ich bin Henry aus der Personalabteilung. Ich werde dir einen Überblick über das Unternehmen und deine wichtigsten Verantwortungsbereiche geben. Dankeschön, Henry. Achso, es geht noch weiter. Oh, da geht's weiter. Das ist wahrscheinlich das Hauptquartier. Schreibe die Geschichte deines Lebens. Ach, das ist doch ein bisschen hakelig. Unsere Mission. Du gestaltest das Leben, von dem du immer geträumt hast und erlebst das Leben, das dir gegeben wird. Süß. Oh, da ist die Stadt. Da ist die Stadt. Und die Städte sind dann auch Open World. Es gibt, glaube ich, drei am Anfang nachher. Und da kann man da überall rumlaufen. Man kann aber auch Auto fahren und es gibt U-Bahn. So, kommt hier noch was? Deine Rolle. Entdecke. Was steht da? So schnell. Entdecke durch viele verschiedene Erlebnisse die wahre Bedeutung des Lebens. Süß, schön, schön. Meine Einführung endet hier. Dein Mentor wird dir jetzt Aufgaben und Pflichten erklären. Psycat. Hast du Henrys Einführung verstanden? Ja, klar. Ich erkläre dir jetzt, was deine Aufgaben sind. Okay, ja gut, das können wir alles noch nicht machen. Deswegen brauchen wir uns das jetzt auch nicht genau angucken mit den Jobs und so weiter. Wir können ja nur Insoys hier erstellen. Das sind jetzt hier die Voreinstellungen. Da kann man sich, glaube ich, ein paar Leute dann, die schon so komplett fertig sind, aussuchen. Wir können uns ja mal ein paar angucken.
Ich muss sagen, also selbst dafür, dass ich jetzt nicht die allertollste hier Grafik habe, sehen die doch schon sehr, sehr schön aus. Wir klicken uns mal ein bisschen durch. Das ist auch ein sehr hübsches Gesicht. Das ist doch spannend. Auch so richtig, ja, richtige Charaktere, ne? Die Haare sehen auch super aus. Oh, ich muss mich dran gewöhnen. Das ist jetzt anders, ne? Drehen tut er jetzt... Ja, so dreht man? Okay. Ah, da muss man sich jetzt ein bisschen umgewöhnen. So, was hatten wir hier noch? Hier unten sind noch ein paar... Ach nee, die hatte ich gerade schon. Hier kommt noch jemand. Und hier... Die sind schon alle sehr cool. Ah, ich glaube, da kriegen wir bestimmt einen schönen Soi hin. Sollen wir mal einen nehmen, der hier schon vorbereitet war? Ich fand doch das eine Gesicht hier schon sehr hübsch. War das von ihr das Gesicht? Oder von ihr? Ja, ich glaube, von ihr fand ich das Gesicht hübsch, nicht wahr? Hm. Nee, sie war das, genau. Und dann ist hier unten noch Gesicht. Und jetzt können wir das alles noch mehr bearbeiten. Ich würde erstmal die Haare... Also können wir hier die Brille mal ausblenden? Ja, hier. Hier haben wir nämlich Oberteil, Hose, Jacke, Schuhe, Fingernägel, Ohrringe. Und dann ist hier die Brille und hier kann man ausblenden. Okay, Haare. Es gibt benutzerdefinierte Haare und allgemeine Haare. Was ist denn da der Unterschied? Ach so, da kann man, das ist das mit dem, hier ist auch das Farbrad. Was ist der Unterschied jetzt zwischen den Haaren und den Haaren? Weil dieses Farbrad gibt es bei denen hier auch. Keine Ahnung. Man kann hier auch einstellen, nur mit Farboptionen. Okay. Jetzt ist die Brille wieder da. Ich glaube, wir werden sie einfach einmal abmachen. Wo sind hier Accessoires? So, Brille. Einmal bitte wegmachen. Ich will sie erstmal ohne alles sehen. Ohrringe auch wegmachen. Okidoki. Und das ist ja auch irgendwo schon Make-up. Das war, glaube ich, hier, ne? Wir machen trotzdem erstmal die Haare. Ach, sonst komme ich hier durcheinander. Mein Gott, so viele Möglichkeiten. Die sehen auch schön aus. Ich kann auch die Haut noch verändern. Ich weiß, ich komme von einem zum anderen. Oh, so hübsch mit Sommersprossen wäre ja auch süß. Kann man die noch irgendwie mehr machen, die Sommersprossen? Witzig, wie sich das Gesicht jetzt so doll verändert hat. Das sind aber nur 6 Hautfarben. Finde ich ein bisschen... Ach so, wahrscheinlich, wenn man hier jetzt drauf drückt. Wenn ich jetzt auf die hier drücke, ich mag ja diese Sommersprossen. Ah, da hat man jetzt hier noch mehr Hautfarben dann da drin. Oh, das clasht ein bisschen mit den Haaren da oben. Oder kommt das? Ah, guck mal, das geht ganz langsam dann weg. Und dann sieht es schön aus. Was haben wir hier noch alles? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich hätte sie gerne rothaarig. Ich mache erstmal die Haare und dann... passenden Hautton dazu. Wie macht man denn schöne rote Haare? Schon so ein bisschen hier in dem Braun. Ah, zu doll. Ach, es kommt alles sehr langsam. Muss man erstmal einen Moment Zeit geben, bis er sich dann da ist, wo man hin will. Das ist ja auch eine schöne Haarfarbe und ein schöner Schnitt. Der wird ihr, glaube ich, auch ganz gut stehen. Aber den finde ich schon cool. Das wird sich hier nur um Stunden handeln, bis ich hier mal ein paar schöne Haare ausgesucht habe. Die mit den Löckchen. Ach süß, das ist ja auch echt niedlich. Oh ja, das gefällt mir. Die soll ja so ein bisschen... Wir machen jetzt mal nicht einen süßen Teenie, wir wollen mal so ein bisschen Family machen. Weil ich habe schon so viele hübsche, niedliche Teenager gesehen, die dadurch... Oder die, ja, junge Erwachsene gesehen, die da mit ihren kurzen Röckchen und so weiter durch die Gegend laufen. Ich will mal gucken, ob man auch so... Family Play damit hinkriegen würde. Das gefällt mir gut. Finde ich schön. Hat schon ein bisschen Mutti-Charakter. So, dann gehen wir jetzt nochmal zur Haut. Und dann gucken wir mal, kann man hier diese kleinen Sommersprossen noch irgendwie mehr machen? Stirnfalte, Tränensäcke, Kieferpartie, Kinnrippchen. Nicht wirklich, ne? Wo kommen die denn her, die Sommersprossen? Also ihr seht hier, ne? Hier kann man ganz viel einstellen. Stirnfalte, Wangen, Lachfalte, Kinngrübchen, Tränensäcke, Nasenrücken, Lippenkontur, Kieferpartie. Was ändert sich da? Ich sehe überhaupt nichts. Man ist auch so richtig dicht dran, ne? Ist schon ein bisschen gruselig, weil das so extrem echt aussieht. Was hat sich denn jetzt hier bei der Kieferpartie geändert? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Nasenrücken? Ist das da so ein bisschen? Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Eckig wird hier, ne? Lippenkontur. Achso, dann wird das da so ein bisschen mehr. Ich finde, sie sieht schon echt hübsch aus.
geben wir auch ein bisschen, wir machen einmal vollen Glanz. Ich glaube, dann sah es sehr schwitzig aus. Ja, ein bisschen schon, ne? Hier so. Aber immer so ein bisschen Glanz. Achso, die Hautfarbe hatte ich jetzt hierbei gelassen. Aber es passt, glaube ich, auch zu ihr, ne? Die Haare sind mir noch nicht so... Also sie sind schon fast richtig, aber sie müssen noch so einen Tacken... So einen ganz kleinen Tacken vielleicht mehr in die Richtung. Ja, finde ich nicht schlecht. Wir haben jetzt die da oben, ne? Wie würden die hier aussehen? Jetzt ist natürlich die Haarfarbe wieder weg. Ist die auch jetzt wieder weg? Nein! Moment, wenn ich jetzt hier auf Zurücksetzen gehe... Gibt's hier, ne, hier oben gibt es doch eins zurück, ne? Rückgängig. 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 Da sind unsere roten Haare. Jetzt machen wir hier nochmal so einmal. Kopie. So, wenn wir jetzt in die Haare reingehen würden. Das jetzt hier eingeben. Pasti. Jetzt haben wir sie. Okay, jetzt ist die Frage, ist das schöner? Oder... Das. Oh, ich finde das tatsächlich das zweite hier besser. Ja, das steht dir doch gut. Ach, ich nehme mal den falschen Knopf auf der Maus, um zu drehen. Sie guckt noch ein bisschen streng, ne? Ist vielleicht eine strenge Mutti. Diese ganzen Punkte, das können wir alles noch verändern. Also hier machen wir noch ein bisschen vollere Lippen. Das wird dann auch noch höher. Wir können die Nase noch ein bisschen breiter machen. Hier wird es auch breiter. Wir können die Augen ein bisschen drehen. Vielleicht lieber auf der Seite. Hm? Wenn wir jetzt hier machen, Symmetriemodus aus, dann kann man auch beide Augen unterschiedlich machen. Ne? Also dann könnte man auch ein hängendes Auge machen und ein, keine Ahnung, zwinkerndes Auge. Aber gut, das wäre dann, glaube ich, eher so für spezielle, wenn man vielleicht spezielle Kreaturen auch. Wo ich gerade über Kreaturen rede. Ich meine, bei Insoy dann so ein Breed of the Weird wäre bestimmt auch witzig zu machen. Da kann man bestimmt ganz tolle, interessante Anfangs-Zoys mitbauen. Ich finde, sie sieht nicht so sympathisch aus, oder? Kommt mir das nur so vor. Sie braucht auf jeden Fall noch ein paar andere Augenbrauen. So. Das ist, glaube ich, unter Augen, oder? Ja, hier haben wir Iris, Brauen und Wimpern. Ich meine, sie hat so schöne, ich finde das mit, also ich würde gerade sagen, sie hat so schöne rote Haare. Finde ich das mit dem Grün gar nicht schlecht. Wie wäre es denn? Ja, die sind doch noch einen Tacken schöner. Auch hübsch hier mit diesen zwei verschiedenfarbigen Kreisen dann. Aber du brauchst noch, ne, Wimpern, erstmal die Augenbrauen brauchen wir noch. Wow, das sind ja mal ein paar Augenbrauen. Sieht vielleicht auch ein bisschen anders aus, ne? Hier so ein bisschen, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen bessere Grafik hat. Aber wie gesagt, das hat nicht jeder den absoluten Super-PC zu Hause. Gehen wir mal hier ein bisschen mehr noch ins Dunkelbraune. Ja, finde ich schon ganz gut. So, und dann gibt es noch Wimpern. Was mit denen hier? Die. Gibt schon echt heftig Wimpern. Ich würde sagen, vielleicht entweder die oder die hier oben. Ich will es nicht so doll haben. Sie soll ja doch noch ein bisschen natürlich aussehen. Dann gibt es auch noch Make-up. Hat sie denn irgendwas drauf? Ich glaube, ein Highlighter hat sie anscheinend nicht drauf. Wie würde es aussehen? Oh, das macht sofort relativ viele von ihren Sommersprossen weg. Oh mein Gott, wie das Gesicht verändert, ist ja ein Wahnsinn. Ich finde den hier oben noch am besten. Das nimmt natürlich ein bisschen doll die schönen Sommersprossen weg. Vielleicht machen wir die Intensitäten Tacken weniger. So. Dann gibt es Rouge, hat sie anscheinend auch überhaupt nicht drauf. Hier sind so viele Sommersprossen. Würden die dann... Da, die Sommersprossen. Dann kann man sie noch... Also Sommersprossen sind anscheinend Make-up. Okay. Dann könnte man die vielleicht noch ein bisschen döller machen. Ich finde das ja toll. Und dann machen wir aber das Rouge einen Tacken heller. So, und die Nase vielleicht auch nicht ganz so doll. Sieht sie aus, als wenn sie so doll friert. Mit einer kalten Nase. Den Gloss ist auch noch ein bisschen doll. So, das sieht schön aus. Lidschatten. Oder hat, den hat sie was drauf. Okay, wie sieht denn das hier alles aus? Okay. Nimmt ein bisschen was von ihren schönen Sommersprossen weg. Also da ist die Überblendung ein bisschen hart. Das könnte man wahrscheinlich gleich durch die Intensität vielleicht ein bisschen ausgleichen. Ich muss sagen, den, den sie hatte, der steht ihr irgendwie schon am besten. Kann man da die Intensität vielleicht einen Tacken runterschrauben?
Ja, das sieht doch schon ganz schön aus, oder? Würde ich fast so lassen. Gibt es noch Eyeliner? Oder hat sie tatsächlich auch einen drauf? Dann gucken wir mal. Das ist alles so fein. Das gibt. Ich meine, dadurch, dass man das alles noch so anpassen kann, ist das wahrscheinlich schon mehr als, also eigentlich schon fast genug, was so jetzt schon beim Spiel dabei ist. Gucken wir mal hier rein. Also man kann hier anscheinend ja drei Sachen noch machen, ne? Diese Lidstriche und dann den Lidschatten an sich. Da wird ihr wahrscheinlich vielleicht auch so ein dunkles Grün irgendwie ganz gut stehen. Mit den roten Haaren. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Sehr schön. Und noch ein Lippenstift. Hast du was drauf? Ja, du hast was drauf. Du hast den hier drauf. Irgendein sehr glossiges, glaube ich. Und der steht ja auch ganz gut. Den fand ich hier aber auch nicht schlecht. Oder der? Sieht alles gut aus. Hier steht, na, das steht ja nicht. So, und der oder der hier? Ich glaube, ich mag den lieber. Können wir noch ein bisschen was verändern? Intensität. Ich mache einfach mal irgendwie hoch, dass wir mal sehen, wie es aussehen würde. Dunkler. Oder hier grün. Hier so einen schönen Grünstich im Mund. Gehen wir wieder hier unten rein. So. Ja, ich finde, das steht hier ganz gut. Das ist doch auch schön. Haben wir das erledigt, ne? Wir haben hier, glaube ich, jetzt schon auf der Seite hier alles gemacht. Gucken wir sie uns mal an. Ich finde sie wunderschön. Und ich finde, sie ist auch relativ natürlich, oder? Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Sollen wir die Nase oder so noch ein bisschen bearbeiten? Ich meine, wir haben jetzt relativ viel Preset, glaube ich, gelassen. Aber es ist halt einfach auch ein sehr, sehr schönes Gesicht. Na gut, wir werden mal weitergehen. Gehen wir mal zum Körper. Da haben wir die junge Frau. Jedes Teil lässt sich anpassen, steht da. Also wir können als allererstes hier einstellen Muskeln. Viele Muskeln? Keine Muskeln. Mittlere Muskeln? Na gut, ich glaube, sie hat nicht so viel Arbeit, nicht so viel Zeit für Sport. Obwohl sie wahrscheinlich viel spazieren ist mit Kindern. So, machen wir so ein bisschen Muskeln. Körpergewicht. Geht ganz dünn. Das ist dann so ein bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr. Und das ist ganz doll. Lasst mich mal drehen. Doch, das ist doch drehen. Das glaube ich dicht daran, dann dreht er sich besser, genau. Okay, und das finde ich ist tatsächlich, das ist mir persönlich als höchstes Körpergewicht, ist mir das zu wenig. Wir können wahrscheinlich hier noch ein bisschen, ja, aber auch nur, also einen richtigen Hintern kriegt sie nicht. Das ist, glaube ich, auch schon alles, was hier am Bauch rauszuholen ist. Hey, wir können ihn nur hoch und runter schieben, okay. Wie sieht es hier vorne aus mit den Bubis? Ach nee, das waren gar nicht die Bubis. Da hat sich das hier dieses, die Unterbrust verändert. Das sind die Arme. Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum sind das die Arme? Aber es ist der Punkt vom Arm da hinten. Hier ist wahrscheinlich die Brust, oder? Okay, wir können die Brust hoch und wir können die Brust runter machen. Können wir die Brust auch nach vorne machen? Also größer. Würde das auch gehen? Ist das denn der hier? Runter und hängend hoch und ja, ich glaube, das ist das Größte, was gehen würde. Ich versuche hier mal den größten Soll rauszukriegen, den man hinkriegen würde. So, das wäre jetzt hier der, in Anführungszeichen, dicke, Moment, machen die Muskeln mal runter. Das wäre der dickste und unmuskulöseste, also unfitteste Soll, den man machen könnte. Und also ganz ehrlich, guckt sie euch mal an. So sieht wahrscheinlich fast jede normale Frau mit, was weiß ich, wie alt sie hier sein soll, 35 oder so, 40 vielleicht aus. Da sollten die Entwickler vielleicht nochmal ein bisschen dran arbeiten, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Variation im Körperbau hätte. Auch die Punkte finde ich jetzt noch nicht ganz so viel. Also da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen, also dafür, dass man im Gesicht so viel verändern kann, haben sie so ein bisschen den Körper dann vergessen. So, das wäre so die Durchschnittsfigur hier anscheinend. Ich würde ihr jetzt noch ein paar Kilo mehr geben. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, dann kriegt sie noch ein Outfit. Ui, das nicht auf jeden Fall. Was haben wir hier? Outfit-Voreinstellung, Outfit-Voreinstellung. Was? Okay, was ist der Unterschied? Man weiß es nicht, aber man kann sein Outfit auch speichern. Das finde ich sehr schön. Ich drücke mal hier irgendwo drauf, ne? Ja, bitte einmal übernehmen. Ui, okay, das ist nicht so... Die Outfits sind ja nicht verkehrt, aber ich wollte ja, also wenn das jetzt unser Teenager oder so wäre, würde ich sagen, ja,
Es ist Supi, aber das soll ja eher unsere Mutti werden. Deswegen gucken wir mal, was haben wir hier noch? Was ist das? Klo and MD. Connect, Gewinner des Wettbewerbs. Okay, das scheinen anscheinend Leute gemacht zu haben, die hier vielleicht irgendwie so Outfits erstellt haben und dann das gewonnen haben. Ja, doch ein paar hat man schon auch mal in den Previews gesehen davon. Alles sehr modisch, würde ich mal sagen. Ah, okay. Okay. Nee, das ist auch nicht das Richtige für uns. Wir brauchen eher so ein Hoodie vielleicht. Oh, das sind nur zwei Stück. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Sweatshirts. Sieht alles sehr maskulin aus. Ein T-Shirt. Ein einfaches T-Shirt vielleicht. Oh, das finde ich aber ganz süß. Das hat hier noch so ein bisschen Struktur. Aber da können wir nicht die Farbe verändern. Aber das hat auch die Struktur. Und hier können wir die Farbe verändern, okay? Hier ist immer eins in weiß, wo man nichts verändern kann. Und hier kann man dann die Sachen verändern. Das ist hier auch so. Einmal so und dann einmal mit verändern. Vielleicht damit es noch mehr aussieht. Irgendwie sieht es ja dann doch sehr viel aus, ne? Wenn man dann immer einfach zweimal das gleiche hintereinander macht. Aber in Wahrheit ist es gar nicht so viel. Ne? Hier ist auch nicht das Richtige bei und Westen auch nicht. Nee. Ich würde sagen, dann nehmen wir hier mal so ein T-Shirt. Ich glaube, man kann nachher Outfit anpassen. Hier noch. Nee, das ist es gar nicht, oder? Ach so, hier kann man ein neues... Ist das das T-Shirt? Nein, das ist ein anderes T-Shirt. Okay, hier kann man, irgendwie kann man das dann bauen, ne? Okay, hier können wir aussuchen. Wir wollen ein V-Ausschnitt. Wir wollen, also hier können wir Modedesigner spielen. Was ist das? Ich sehe nicht, was das sein soll. Ist das der, ach, das ist der Ärmel. Jetzt erkenne ich das auch. So, hier. Was ist denn der jetzt Unterschied? Das macht irgendwie schon Spaß, hier sich sein eigenes kleines T-Shirt zu bauen. Oh ja, das finde ich ganz gut mit diesen Dreiviertelärmchen. Und das ist aber auch süß. Ich glaube, wir nehmen das. Und auf jeden Fall nicht cropped, weil das ist ja nicht Mutti-tauglich. Es gibt bestimmt auch Mütter, die das tragen können. Keine Frage. Ich will nicht was Falsches sagen. Aber das ist sowas, was eine Mutti anzieht. Okay, sie hat aber auch kein richtiges... Sie sieht noch so jung aus, oder? Sollen wir sie schon auf Person mittleren Alters... Ach, das ist sofort gleich wieder viel älter. Fehlt was dazwischen, ne? Es fehlt irgendwie was dazwischen. Jetzt ist unsere ganze Klamotte wieder weg. So, und können wir dem Ganzen jetzt noch eine Farbe geben? Wir könnten hier auch noch eine Textur generieren. Habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert bei mir nicht. Meine Grafikkarte ist zu schlecht. Tja, dann ist das so. Hier gucken wir, ob wir eine hübsche Farbe vielleicht hinkriegen. Was würde sie denn tragen? Sie hat so schöne, vielleicht irgendwie was so nettes Grün. Ja, ich würde sagen, wir geben ihr das hübsche grüne Top. Dann kriegt sie jetzt noch... Ach so, kann man die Hose eigentlich auch ändern? Outfit anpassen. Ne, es geht nur beim Oberteil. Ach ne, hier, Hose. Und Rock. Dann zeig mal. Ah, okay. Was wird es da für Möglichkeiten geben? Ach so, nun, da kann man nur die Länge verändern. Und das sieht schon... Ne, das sieht nicht gut aus. So, dann machen wir mal Hose. Das könnte man hier verändern. Da sieht man nicht viel. Weil sie das Ding davor hat, okay. Wenn wir jetzt ein Gürtelchen nehmen würden und hier... Okay, drei Viertel dann, so umgeschlagen. Ein bisschen anders und kurz. Ja, die gefallen mir aber nicht besonders gut. Okay, Outfit. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht eine schöne Hose finden für sie. Ein Unterteil. Sind natürlich auch alle sehr... Ja, sehr jugendlich, würde ich mal sagen. Oh, das steht ja aber auch ganz gut. Aber es clasht natürlich leider jetzt hier mit dem Pulli. Das wäre schon so eine Mutti-Hose, ne? Farbe hier noch ein bisschen ändern würden. Das sieht doch gut aus. Und vielleicht noch irgendwas, was zu ihr passt, was von den Schuhen her schön ist. Okay, vielleicht ein Stiefelchen darunter. Das sind alle so, ja, eher so ein bisschen die klobrigen. Ich hätte gern vorne einen gehabt, der ein bisschen spitzer ist, aber da gibt es dann nur wieder die hohen Schuhe. Da sehe ich sie jetzt nicht so. Obwohl der schon ganz schön ist. Schade, dass wir hier jetzt nicht die Farbe... Oh, ist das der gleiche wie der hier? Müsste ja, ne? Ich glaube, die haben tatsächlich immer die gleichen Schuhe. Und dann einmal, wo man die Farbe ändern kann. Ich würde es schon fast bei den dunklen hier lassen. Das lassen wir so. So, und dann gibt es jetzt hier noch Jacken. Und das Schöne daran ist... Tada! Sie ziehen sie drüber. Und das ist alles noch, was man vorher drunter hatte. Da, ist das nicht schön? Also bei den Jacken sind jetzt doch ein paar Optionen für ältere Menschen dabei. Ah, die finde ich aber alle schon noch ein bisschen zu doll. Moment, wir können das ja mal hier manteln. Mantel wäre vielleicht ganz... Was wäre denn mit dem hier? Ach, das ist ein bisschen speziell hier, ne?
Obwohl das schon irgendwie cool ist. Dürfte nicht unbedingt in der Farbe vielleicht sein. Das clasht dann zu oder mit dem anderen Braun. Müsste man schon wirklich ganz genau das treffen, damit das passt. Was ist mit der hier? Die ist aber auch süß. Gibt es dich nicht als in ich kann die Farbe aussuchen? Warum gibt es das nicht? Hier ist die geschlossen. Finde ich sie aber nicht so schön. Warum kann ich denn hier jetzt nicht die Farbe aussuchen? Obwohl das eigentlich schon ganz gut passt, würde ich sagen. Das ist schon ganz süß. So ein kleines Herbst-Outfit, ne? Ist ja nicht mehr weit bis zum Herbst. Ich lasse es jetzt mal so. Ich finde es eigentlich ganz schön. So, was können wir hier nochmal? Unterteile, Accessoires, ein paar Söckchen. Man kann natürlich hier auch dann, ne, so diese Stulpen, die sieht man jetzt natürlich bei dem Outfit dann nicht so. Sieht man überhaupt irgendwas? Ich gebe jetzt einfach mal ein paar weiße Socken, wenn sie die nachher irgendwo mal auszieht. Schuhe haben wir schon gemacht. So, Unterwäsche. Unterwäsche ist noch wichtig, ne? Dann können wir hier einmal kurz ausblenden. Ausblenden. Und ausblenden. Großes Oberteil, ausblenden. Jetzt haben wir das. So, was kriegst du denn für schöne Unterwäsche? Erstmal ein Oberteil. Ist alles das gleiche eigentlich, ne? Dann kriegst du hier... Da kann man auch die Farbe nicht anpassen. Oh, guck mal, jetzt ist alles wieder da. Gut, ich gebe jetzt einfach mal schwarze Unterwäsche. So, wir sehen es nicht, aber es ist da. Das ist, glaube ich, noch ein Bug, dass dann alles wieder da ist, was wir vorher ausgeblendet haben. Okay, wir haben Gesicht gemacht, wir haben das gemacht. Accessoires. Oh, es gibt noch Kopfbedeckungen. Ach, süß. Und das ist mit den Haaren, es passt. Ich finde es toll. Was gibt es denn da noch? Cappies und dann diese Fischerhüte. Das sind auch so Cowboyhüte. So eine, ich weiß nicht, wie die heißen. Beanies. Und hier unten sind noch etwas größere, eher so Sonnenhüte. Ich kann mir vorstellen, dass sie so einen hier vielleicht nimmt, oder? Oder dann diese hier. Die ist auch schön. Ist da noch eine schöne Farbe von. Ein bisschen brauner das Ganze. Oh ja, das gefällt mir. Sehr schön. So, Brillen haben wir natürlich auch. Sie könnte natürlich auch eine Brille tragen, ne? Ich glaube, ich brauche gar nicht weiter gucken. Ich lieb's. Ich lieb's. Halskettchen. Ja, ist jetzt nicht so groß die Auswahl. Das finde ich hübsch. Das hat sie von ihrem Mann zum Hochzeitstag geschenkt bekommen. Gibt's dazu die passenden Ohrringe? Was ist die hier? Die sind ein bisschen doll groß. Das passt zusammen. Das ist hübsch. Und dann gibt es noch hier so Kronen und sowas. Das mache ich jetzt mal nicht, weil wir eine Mütze aufhaben. Und Nägel. Es gibt schon Nägel. Rosa ist nicht so ihr Ding, glaube ich. Aber wir kriegen hier bestimmt irgendwas. Vielleicht hier irgendwie so eine Naturfarbe. Gehen wir mal hier zum Gelb. Die können wir auch einfach hier auswählen. Da sind sie schon. Das passt doch gut. So ein bisschen Hautton. Sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir das hier schon auch, ne? Da ist unsere Henna. Ich finde, sie sieht voll schön aus. So, sie braucht jetzt noch Eigenschaften. Was gibt es da Schönes? Ach, die sind so ein bisschen aufgeteilt immer so als Gegensätze, ne? Mediator, Träumer, Perfektionist, sozialer Aktivist, Ehrenämtler, Charmeur, Salonlöwe, Energiebündel, Künstler, Individualist, Experte, Entdecker, Teamplayer, Analytiker, Abenteurer, Entertainer, Führungspersönlichkeit, Autoritätsperson. Hilft regelmäßig anderen, fühlt sich häufig sentimental. Mhm. Gibt es sowas wie Familienmensch, Mediator? Räumt Entspannung und Ruhe Priorität ein, neigt zur Faulheit? Auch nicht so, ne? Teamplayer vielleicht, legt großen Wert auf Aktivitäten, die ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. Hat Probleme, eigenständige Entscheidungen, das ist auch nicht das Richtige. Künstler wäre auch schön. Hätte aber irgendwie gerne was. Ist ein Sozialaktivist, hat keine Toleranz für Ungerechtigkeit und strebt nach einem rechtschaffenen Leben, fühlt sich häufig fokussiert, Unbehagen hält länger an, spricht gerne über Geschäftliches. Hier fehlt so ein bisschen Familienmensch, oder? Also, es kommt mir so vor, ich wüsste jetzt nicht, was hier... Salonlöwe, legt großen Wert auf Selbstfürsorge, Energiebündel, legt Wert auf Erfolg im Beruflichen, Charmeur, Beziehung, flatterig, nee... Träumer, innerer Frieden, philosophische Wesen, fühlt sich häufig lethargisch. Führungspersönlichkeit, Führungsrolle, sehe ich auch nicht. Autoritätsperson, möchte immer stärker werden und reagiert oft wütend. Ach, ja, ich finde am besten hat jetzt, was war das? War das der Ehrenämtler? Hilft regelmäßig anderen, fühlt sich häufig sentimental. Anerkennungsanzeige sinkt langsamer und Anerkennung an... Ne, stopp. Findet Gefallen an Gesprächen und Zuversicht hält weniger lange an.
Sie schätzen Beziehungen und nehmen bereitwillig Risiken in Kauf, um anderen zur Seite zu stehen. Das finde ich gut. Werte, Koexistenz, Regeltreue, Tradition und Liebe. Ja, das passt doch gut. Gütig, großherzig, gesellig, selbstlos, opferfern und verantwortungsbewusst. Ach, das haben wir jetzt. Das finde ich gut. Und sie hat als Wunschleben, kann man das aussuchen, ist noch in Entwicklung. Schade. Haben wir alles? Das war schön. Und sie sieht doch süß aus, oder? Okay, das haben wir jetzt gemacht. Können wir ihr jetzt noch einen Mann oder ein Kind geben? Ja, speichern. Familie hinzufügen. Derzeit kannst du nur einen Säu erstellen. Nein, ich will doch eine Familie erstellen. Familienname habe ich doch schon. Stellung abschließen. Ist das jetzt zu Ende? Da bin ich traurig. Stellung abschließen. Und jetzt Genehmigung für die Erstellung einer Welt. In Übereinstimmung mit den Richtlinien. Familienmitglieder, Hannah Blume. Und dann hier Trainee, Department Head. Okay, das muss dann alles genehmigt werden und so weiter. Und dann, zuerst mag es dir schwer vorkommen. Aber im Laufe des dir geschenkten Lebens wirst du viele Dinge lernen, miau. Weil ich glaube, jetzt wird es halt sozusagen anfangen, ne? Überspringen mal kurz. Genau, dann will man sich jetzt eine Stadt aussuchen. Dovon, Kahaya und Bliss Bay. Wir sagen jetzt mal Dovon. Können wir drauf drücken? Ja, also es gibt Dovon. Großstadtmäßig, Kahaya, Strand, würde ich mal sagen, und Bliss Bay ist dann, ja, Los Angeles. Und wenn wir das jetzt auswählen würden, was für ein Katzenjammer, ist es nicht noch ein bisschen früh, sich schnurstracks auf die Steuerung von Insoy zu stürzen? Wie wäre es, wenn du dich fürs Erste auf Erstellen eines Sois konzentrierst? Nur Geduld, ich komme schon rechtzeitig wieder. Ja, und dann können wir zurück zum Insoy-Creator und dann, ja, wir können hier leider keine Familie erstellen. Schade. Und wenn wir zurückgehen, ist der weg. Dann ist es jetzt so. Das tut mir so leid, aber es geht jetzt nicht anders, weil ich will doch, also zumindest noch mal ein Kind mal schnell erstellen, oder? Zurück. Tschüss, liebe Henna. Aber wir tun jetzt einfach so, als wenn das jetzt das Kind von Hanna wäre. Blume ist auch schön. Blume. So, und wir machen mal eine kleine Luisa. So, und Luisa kriegt jetzt hier mal als Hintergrund hier schön rosa. Wir wollen ein Kind. Ui, du siehst ja gut aus. Können wir hier vielleicht mal uns ein paar Kinder angucken? Ja, ja, gib mal her. Ihr seid ja süß. Ach Gott, seid ihr niedlich. Klick mal hier auf ein paar drauf rum, ne? Bist du hübsch? So, und jetzt machen wir das Ganze mal ein Mädchen draus. Achso, mich wollte mal interessieren, diese Voreingestellten, wenn ich jetzt hier auf Vorgestellte gebe, übernehmen. Und jetzt sind hier schon fertige Senioren, ne? Genau, da haben sie jetzt nicht einfach diese jungen Leute genommen und daraus einfach nur alt gemacht. Nein, das sind richtig eingestellte Senioren, auch in Senioren-Outfits. Das finde ich schön. Süß. Und wenn jetzt hier, okay, hier sind dann noch die gleichen, ja, die Personen mittleren Alters gehören also doch zu den Senioren. Ja, die sind relativ ähnlich. Und dann kommen die, haben sich jetzt verändert. Dann kommen die, das ist das Gleiche, ne, fast, oder? Bisschen, also einige, ja, fast die gleichen, okay. Und dann kommen die Kinder. So, und da hätten wir jetzt gerne mal ein Mädchen übernehmen. Oh Gott, du bist ja niedlich. Ich würde dich am liebsten schon nehmen. Oh Mann, ich will unbedingt das Spiel spielen. Das ist so süß. Seid ihr niedlich? Das sind zwei Zöpfchen. Das ist schon wirklich sehr süß. So, wen nehmen wir denn jetzt hier mal als Preset? Ich fand dich hier oben eigentlich schon mit am süßesten. Aber wenn wir dich hier oben nehmen, muss ich nicht mehr viel verändern, weil du bist echt niedlich. Du bist aber auch süß. Wir nehmen dich. So, wie heißt du nochmal? Luisa. Ein Mädchen. Wir fangen mal diesmal mit der Eigenschaft an. Und du wirst, bist du vielleicht ein kleiner Träumer? Was haben wir denn hier? Priorisiert den inneren Frieden. Fühlt sich häufig Tagesruhegefühl. Nee, das vielleicht auch nicht. Eine kleine Künstlerin. Individualistin. Also ich habe gerade bei Künstler gesehen, fühlt sich häufig traurig. Das sehe ich jetzt bei ihr nicht. Individualist. Verbringt gern Zeit allein. Fühlt sich häufig unbehaglich. Neugier hält länger zusammen. Länger an. Vielleicht muss ich auch eher hier gucken. Introvertiert. Nee. Ein Energiebündelchen. Also effizient, ehrgeizig, getrieben, kompetent, arbeitswütig, auch introvertiert. Okay.
Nervosität hält lange an. Das ist doch alles nicht das Richtige. Abenteurer. Freigeist, fröhlich, extrovertiert, das ist das Richtige. Sehr gut. Fühlt sich häufig begeistert, Langeweile hält lange an, Energieanzeige sinkt langsamer, findet Gefallen an Gesprächen. Perfekt. Unsere kleine Abenteuerin. So, dann gucken wir uns mal hier. Also, wir haben hier Gesicht, Outfit, Accessoires. Hast du ein hübsches Gesicht? Oh, das ist ja auch ein süßes Gesicht. Moment, übernehmen. Niedlich. Also, die Kinder sind ja wunderschön. Das haben sie wirklich gut hinbekommen. Moment, ich will ja einmal kurz die Mütze abmachen. Hast du hier unten nicht so ein Ding? Haben die alle nicht so ein Ding, wo man draufdrücken kann? Okay. Bei den Erwachsenen ging das. Na gut, dann gehen wir mal zu den Haaren. So, was haben wir hier? Hübsche Zöpfchen gibt's hier. Nach unten. Ein paar schöne Locken. Oh. Sind natürlich auch viele von den Erwachsenenhaaren. Du könntest auch die Frisur von deiner Mutter nehmen. Nein, so gemein sind wir nicht. Ach, ich bin ja auch doof. Ich hätte doch vorhin Henna einfach in Canvas hochladen können. Dann wäre sie ja noch da gewesen. Aber das könnten die aber auch hinschreiben, ne? So von wegen, ja, sie geht jetzt verloren, aber vielleicht macht sie in Canvas hoch. Das wäre doch vielleicht gegangen. Dann hätten wir sie noch behalten. Na mal gut. Naja, ich bin ja noch am Lernen, ne? Die Haare sind aber auch schön, als wären gerade frisch aufgestanden. Ich glaube, ich mag die Löckchen gerne so. Was können wir da noch machen? Guck mal, hier unten können wir übrigens die Haare schneiden, ne? Tada! Mal gucken, beim Drehen. Das nenne ich mal einen Bob. Dann können wir sie ein bisschen länger machen. Noch einen Tacken, noch einen Tacken. Das müsste man mal in echt machen können. Da könnte man mal sehen, welche Haarlänge am besten steht. Finde es ja, glaube ich, so ganz schön. So, dann kriegst du noch ein paar schöne Farben. Es wäre besonders schön, vielleicht wäre es mal was, noch ein Hinweis an die Entwickler, wenn ihr hier so ein paar hier oben vielleicht, ne, so ein paar vorgefertigte so, ja, Mischungen hättet, dass man vielleicht sagt, so würde es in verschiedenen Blondtönen aussehen, so in Brauntönen, so in schwarzen Tönen, so in bunt und so, dass man das hier nicht alles einzeln einstellen muss. Ich finde das tatsächlich manchmal schwierig, denn das richtige Maß an... Ja, an Braunton oder an Rotton zu finden. Also ihr könnt ja vorne auf jeden Fall so eine süße pinke Strähne haben, oder? Da sagt ihre Mama bestimmt nichts gegen. So. Die muss schon knallig sein. Dann hat sie vielleicht eher so braune Haare. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn hier oben noch so ein paar vorgefertigte Kombinationen schon wären. Wie wäre es denn so? Na, wie gefällt es dir, du kleine Maus? Oder sollen wir die Haare doch länger machen? So knapp über die Schulter. Sieht auch hübsch aus, ne? Ja, da steht dir. So, Haut. Hm, was gibt's denn hier noch? So, so, so. Oh Gott. Du bist aber blass, Kind. So, wo sind denn hier die... Ach, wo waren denn nochmal die Sommersprossen? Ich weiß es nicht mehr. So, das haben wir auch erledigt. Augen. Du hast schon sehr schöne Augen. Wir gucken uns mal die anderen hier an. Oh. Da mit den Sternchen drin. Da kann man auch echt gut so ein bisschen so comic-mäßig die Figuren machen, glaube ich. Was nehmen wir denn? Ist das noch eine natürliche Augenfarbe? Ich glaube nicht. Vielleicht gehen wir einen Tacken mehr ins Blau rein. Dann wird es vielleicht ein bisschen... Ich meine, dunkle Haare und blaue Augen ist, glaube ich, auch nicht so häufig. Passt aber da nicht mehr so gut mit ihrer Strähne. Doch lieber ins Grüne. So, ist doch eigentlich ganz hübsch, oder? So, Irisgröße. Moment. Uiuiui. Machen wir wieder ein bisschen natürlicher. Pupillengröße. Ist auch schon ganz schön. Das ist schon auf ganz schön groß gestellt. Farbverhältnis. Ah, da gibt es noch ein bisschen. Oh, das finde ich eigentlich ganz cool. Farbübergang. Achso, das wäre dann so ein bisschen. Ja, so ist gut. Sehr schön. Make-up. Ich hoffe nicht. Nee, sorry, das ist ein Kind. Das ist kein Teenager. Das Kind braucht kein Make-up. Das weiß ich nicht. Ich meine, die fangen doch jetzt auch schon alle so früh an, sich
Sachen ins Gesicht zu klatschen auf ihre wunderschöne Haut, was sie nicht bräuchten. Nee, da bin ich dagegen. Vielleicht mal, wenn du zum Fasching gehst oder so. Aber dafür bist du noch zu klein. So, kriegst du jetzt nicht. Outfit interessiert mich auch noch. Mann, die sind doch wirklich... Also sie hat doch noch ein Gesicht, die ist doch vielleicht 5 oder vielleicht 6. Die braucht doch kein Make-up. Wie gesagt, außer Fasching oder mal Party, ne? Kindergeburtstag vielleicht noch gerade so, aber nicht so hier als ganz normales, wo man das aussucht für den Alltag. Das hält sich hier auch in Grenzen, muss ich ganz klar sagen. Ein paar Pullis. Moment, ja. Hoodies haben wir den einen, muss man ganz klar sagen. Hier haben wir 1, 2, hier haben wir 3. Der wiederum sehr süß ist. Achso, kannst du deine Jacke mal bitte ausziehen? Damit wir das Oberteil aussehen. Süß mit den Kätzchen. Dann gibt es T-Shirts. 1, 2, 3, 4. Das, achso, das eine ist reingesteckt und das andere ist draußen. Okay. Und Tanktops gibt es dann auch nur diese hier. Ja gut, es ist ja es ist ja alles noch früh. Da kann ja noch sonst was passieren. Gucken wir uns mal lieber die Sets an. Es gibt kein Kleidchen für die Kinder. Nur einen Schlafanzug. Es gibt für die Mädels kein Kleidchen. Schon ein bisschen traurig. Na gut, dann geben wir dir hier mal irgendein T-Shirt. Können wir hier auch selber eins bauen? Nein, leider nicht. Schade. Ach so, richtig überzeugt mich das nicht. Oder hier das mit dem Schmetterling. Was ist da noch für Farben? Ich weiß nicht. Ach, gib den Kindern Make-up, aber keine vernünftigen Sachen zum Anziehen. Wenn du einen Hoodie anziehst, dann zieh halt einen Hoodie an, ne? Den da vielleicht, den machen wir dir noch ein bisschen passender. Oder warte mal, ich glaube, wir machen das Innere vielleicht ein bisschen heller. Vielleicht in einem Türkiston. Komm mal ein Stück dichter zu dir, du süße Maus. Die Farbkombi gefällt mir, sehr schön. So, dann haben wir hier noch Unterteile. Ja, okay, ist auch nicht die Welt. Wir haben 1, 2, 3, 4 Hosen und ein paar Shorts. Mal gucken, die Shorts... Passt jetzt nicht zu unserem Hoodie. Wir hätten eine Jeans im Angebot. Wir hätten eine, ich glaube, ja, so eine Quad-Stoffhose. Eine richtige Stoffhose und eine Baggy. Ach, ihr müsst noch ein bisschen an den Kinderklamotten arbeiten, glaube ich. Ich glaube, wir nehmen mal hier diese Jeans. Was gibt es hier für Farben? Dunkel und hell. Ich würde sagen, wir machen sie noch einen Tacken heller. Irgendwie so ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr im Blauton ändern. Genau, so machen wir das. Und dann kriegst du noch ein paar Socken, die wir sowieso nicht sehen. Schuhe. Die Schuhe, die sie anhat, sind eigentlich schon ganz süß. Ja, viel mehr gibt es hier auch nicht. Oder die hier vielleicht noch. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr verändern. Also, wir hätten gerne als Hauptfarbe Weiß. Dann hätten wir gerne die Farbvariante in Pink. Und die Akzentfarbe machen wir dann auch in so einem Türkis. Sehr schön. Und du guckst ein bisschen traurig, Maus. Was ist los? Lächel doch mal. Können wir dir noch hier... Ach, wir haben das Gesicht überhaupt nicht bearbeitet, fällt mir gerade auf. Können wir bei ihr nicht im Gesicht rumdingsen? Moment, wenn wir jetzt hier hingehen. Jetzt kommen die Punkte. So würde sie aussehen, wenn sie älter wird, okay. Wenn wir jetzt zurückgehen. Keine Punkte. Okay, ich hoffe, das wird sich noch ändern. Aber ich glaube, dann haben wir sie auch schon fertig. Auch schade, ich hätte gerne noch ein bisschen in ihrem Gesicht rumgezogen. Können wir bei ihr auch keine Augenbrauen machen? Tatsächlich, die Augenbrauen waren auch nicht da. Ach, na gut. So, abschließen. Was passiert dann? Möchte eine Blablabla. Guckt mal, ich hätte da auf Abschließen drücken müssen. Ach Mensch, okay, also wir haben Hannah umsonst aufgegeben. Ah, möchten Sie den aktuellen Soi in den Soi-Voreinstellungen speichern und den Vorgang abschließen? Der gespeicherte Soi kann auch in der offiziellen Version verwendet werden. Ich will mal nochmal ausprobieren, ob wir hier oben drauf drücken können. Wenn wir sie jetzt hier hochladen würden, ins Canvas. Okay, hier ist wieder der Typ, den wir da hatten. Konnten wir nicht vorhin das irgendwie hochladen? Stand das da nicht? Jetzt bin ich doch hier, in Canvas hochladen. In Canvas Bild erforderlich. Soi-Voreinstellung Gesicht, Outfit, Bild. Mach mal ein hübsches Bild, du süße Maus. Lachend, primiert, überrascht, verärgert, wütend, freudenreich, haha, zwinkend, Schmollmund, oh Gott, wir machen mal lachend. So, jetzt haben wir hier 2 schöne Fotos von der süßen Luisa und dann können wir das im Canvas hochladen. Und jetzt sollte das funktioniert haben, einmal abschließen. So, und ich glaube, jetzt haben wir es hingekriegt, ne?
Ich werde bestimmt noch mal ein Video machen, wo ich vielleicht mal einen Mann erstelle und vielleicht auch einen kleinen Jungen. Wenn ihr da Interesse dran habt, ne, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, ob wir irgendjemanden mal versuchen sollen nachzubauen oder so. Immer her damit mit den Vorschlägen und Ideen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!